Peter Stoltner'in Türkiye'de tutuklanmasına Almanya'dan sert tepkiler geldi. Avrupa Parlamentosu auf der Istanbuler Prinzeninsel Bulgaria während eines Workshops verhaftet. Zusammen mit 9 Angela Merkel'i bu durum karşısında sessiz kalmakla hitap eden Scholz, "Kimlerin kafasını kopartacağım." Also wir haben keinen direkten Kontakt seit 3 Wochen. Ich hatte einmal ganz kurz die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Das war kurz nach der Verhaftung. Also es gab eine 24-Stunden Kommunikationssperre und danach gab es eine ganz kurze Möglichkeit zu sprechen. Wir erklären uns mit ihm und den anderen Verhafteten solidarisch und wir werden seitens der Bundesregierung alles tun auf allen Ebenen, um seine Freilassung zu erwirken. Was ich jetzt gehört habe, wie es ihm geht in den letzten Tagen auch, ist, dass sie sich, also er teilt gemeinsam mit seinem Kollegen Ali Gharavi die Zelle. Das ist irgendwas, was uns sehr beruhigt, weil sie sich so gegenseitig auch unterstützen können. Was wir hören, ist, dass es soweit gute Haftbedingungen sind, dass es den beiden gut geht. Das, was in der Türkei abläuft, ist unerträglich und es überschreitet alle Grenzen. Es werden auch Menschenrechtsaktivisten darunter, wie wir jetzt wissen, auch deutsche Menschenrechtsaktivisten festgenommen. Also es fehlt natürlich jemand und es gibt eine große Sorge und Ungewissheit, auch gerade angesichts dessen, dass er nicht klar ist, wie es weitergeht. Es gibt keinen festen Termin, zu dem irgendwas weiter entschieden wird. Die Vorwürfe sind offensichtlich unbegründet und an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, was ich an mir selber in den letzten Wochen entdeckt habe, ist, dass ich auch ganz schön viel innere Stärke habe. Und die Ungewissheit mich auch bedrückt und dann natürlich auch Traurigkeit und Müdigkeit da sind, aber gleichzeitig ich auch weiß, irgendwie werden wir das auch durchstehen. Wir wollen, dass die Türkei ein Teil des Westens wird oder da, wo sie es schon ist, bleibt, aber it takes two to tango.